Hallo meine Lieben, wir haben hier ein Thema für die Oberstufe und zwar geht es um die École des Annales oder Analysschule. Das ist für die Q-Phase und zwar Semester 2, die Transformationsprozesse im Rahmen der Geschichte, eigentlich Bereich des Kernmoduls. So, wir müssen uns erstmal überlegen, was ist das eigentlich und hört sich sehr kompliziert an, ist aber keine Hexerei. Es beginnt alles mit einer Kritik. Und zwar an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert werden die französischen Historiker von ihren benachbarten Disziplinen, also Soziologie und so weiter, massiv kritisiert. Es wird gesagt, ja, ne, ihr seid eigentlich nur noch Stichwortgeber. Letztlich steht der Vorwurf im Raum, dass die Geschichte als Disziplin selbst völlig überholt ist, da sie ja immer nur beispielhafte Einzelfälle beschreiben würde und damit streng genommen nur Beispiele für die anderen Disziplinen liefern würde und eigentlich auch weg könnte. Das ist natürlich ein harter Tobak für die Historiker und löst einen Willen zur Veränderung aus. Die Nachbardisziplinen, die auch diese Kritik ausgesprochen haben, werden jetzt in das Fach Geschichte mit einbezogen. Und es wird sich vom Ereignis wegbewegt hin zu den unpersönlichen Kräften, so nennt man das, die quasi zu den historischen Ereignissen überhaupt erst führen. Hört sich ein bisschen kompliziert an, kommt nachher ein Beispiel. Ab den 1920er Jahren wurden dann also Soziologen und Geographen und so mit einbezogen. Man kooperierte jetzt mit den Kritikern und übernahm von diesen Methoden für das eigene Fach. Der Blick wurde vor allem auf gesellschaftliche, also Soziologie und wirtschaftliche Bereiche gelegt, aber auch klimatische Prozesse kamen plötzlich in den Blick. Und immer ging es um die Frage, in welcher Form diese mit diesem zu untersuchenden Ereignishorizont historischer Art praktisch zusammenhängen. 1929 wurde dann diese Zeitschrift gegründet, die Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Nach einem Vorbild anderer Zeitschriften entsteht das. Ich erspare euch jetzt und auch in dem folgenden Vortrag insgesamt meine unglaublich tollen Möglichkeiten, französische Sprache auszusprechen. Von daher lest es bitte einfach, was auf dem Bildschirm steht. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Was änderte sich, steht jetzt praktisch im Raum. Also was ist jetzt eigentlich die Besonderheit davon? Eine völlig neue Methodologie und Praxis in der Geschichtswissenschaft, die vorher so gar nicht gedacht und gewünscht war. Es gab drei wichtige Neuerungen. Zum einen Hinwendung zu Wirtschaft und Gesellschaft, also Geschichte als Teil eines viel größeren Sinnzusammenhanges. Kein Einzelergebnis mehr. Erschließung quantifizierbaren Materials, sehr sperriger Begriff. Das bedeutete, man wollte weg von diesem Elfenbeinturmkram. Ergebnisse sollten vergleichbar sein, wenn man das mit anderen Disziplinen oder innerhalb der eigenen Disziplin sozusagen untersuchen wollte. Und Orientierung hin zu langfristigen Entwicklungen. Also nicht bloß temporäre Mini-Ereignisse oder Einzelpersonenkult, habe ich hier geschrieben. Ja, werden wir gleich sehen, was ich meine. Sondern langfristige Entwicklungen jedweder Art. Die Beispiele nehmen wir mal Braudel. Es sollte sich deiner Meinung nach bei der Geschichtsbetrachtung weniger auf die Persönlichkeiten oder politisches Geschehen fokussiert werden, sondern auf ganz andere Parameter, beispielsweise auch klimatische Bedingungen, Gesellschaftsstrukturen und so weiter untersucht werden. So, er unterscheidet praktisch in drei Elemente, die man untersuchen muss: die eigentlichen Ereignisse kurzer Dauer, die Prozesse und Strukturen mittlerer Dauer und ganz lang wirkende Strukturen, die ebenfalls auf die Geschichte einwirken. Warum ist das überhaupt wichtig, werdet ihr euch jetzt fragen. Auf den ersten Blick scheint diese Haltung völlig normal zu sein. Also ich glaube nicht, dass jemand mir gerade zuhört oder dieses Video guckt, der quasi Geschichtsunterricht irgendwie anders erlebt hat. Das liegt aber daran, dass der Geschichtsunterricht diesem in Häkchen neuen Bild jetzt entspricht. In Deutschland wurde ab den 1970er Jahren diese Rezeption durchgeführt und das wurde sozusagen übernommen. Und vielmehr diese überholte Art, die am Anfang an der Wende zum 20. Jahrhundert kritisiert wurde, wo man nur Einzelereignisse aus dem Leben wichtiger Personen quasi auswendig lernen musste und dachte, man hat Geschichte verstanden, das würde uns heute merkwürdig vorkommen, weil diese in Häkchen neue Art sozusagen die neue Normalität ist. Beispielgefällig. Wir nehmen mal Völkerwanderung, Invasion der Barbaren. Ihr seht die beiden Begriffe. Völkerwanderung, so nennt man das in Deutschland, diese Ereignisse des 5., 6. und so weiter Jahrhunderts. In Frankreich heißt das Invasion der Barbaren. Allein daran merkt man schon, dass wir in der Geschichtswissenschaft merken, okay, wir gucken verschiedene Perspektiven, weil diese beiden Begriffe ja vollkommen unterschiedliche Herangehensweise praktisch zeigen, was da eigentlich passiert ist in der Mentalität der Leute. So, vor der Durchsetzung dieser neuen Haltung hätte man zum Beispiel sich Theoderich den Großen genommen.
und hätte ihn praktisch beschrieben, eine Biografie geschrieben. Und dann hätte man seine ganzen Großtaten und seine Schlachtgewinnerei und was er alles gemacht hat, um so mächtig zu werden, wie er war, hätte man beschrieben und ihn in gewisser Weise, je nachdem, ob man ihn positiv oder negativ darstellen wollte, verherrlicht oder eben schlecht gemacht. So, und dann hätte man gesagt, so, hier hast du ein Geschichtsbuch, da steht genau die Wahrheit drin, das kannst du jetzt quasi auswendig lernen und wenn ich dich jetzt abfrage, dann kannst du mir genau die ganzen Jahreszahlen sagen und sagen, was da passiert ist und dann sage ich, super, du hast Geschichte verstanden. Ja, so ist es natürlich nicht, sondern heute gucken wir, aha, Theoderich der Große als Herrscher der Goten, Migrationsgründe, was gab es für Umwelteinflüsse, was gab es für politische Einflüsse, was für Identitäten sind da eigentlich aufeinander geprallt, Goten und Römer, was für eine Mentalitäten sind da aufeinander praktisch geprallt, gab es da Konflikte oder vielleicht sogar Deckungen, haben die sich geeinigt oder sich gebissen sozusagen, und dieser Gesamtprozess Völkerwanderung wird dadurch erst in seiner gesamten historischen Ausdehnung aus verschiedensten Perspektiven verstehbar und nur dadurch können wir überhaupt begreifen, warum zum Beispiel die einen sagen, es ist eine Völkerwanderung, also wandernde Völker von A nach B und so weiter, oder aus der romanisierten Perspektive, es ist eine Invasion von Barbaren, die alles kaputt gemacht haben sozusagen. Ja, also und die Welt geändert haben. Und das ist quasi das, wo man sagen kann, okay, das ist das, was wir als Ergebnis und als positive Geschichte jetzt aus dieser Analyse-Schule rausnehmen. Eine multiperspektivische Herangehensweise an zig Disziplinen, um Geschichte verstehbar und auch ein bisschen erlebbar zu machen und differenziert damit umgehen zu können. Und mehr Zauberei ist eigentlich bei dieser Frage École des Annales überhaupt nicht drin, ne? Sondern mehr, das muss man sich nur merken. So, Fragen dazu könnt ihr wie immer in den Kommentaren stellen. Ich versuche alles zu beantworten. Ansonsten gebt mir gerne eine positive Rückmeldung. Däumchen wären Träumchen. Abonniert meinen Kanal, da freue ich mich auch sehr. Oder nutzt andere Videos oder Playlists, die ich für euch erstellt habe. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.